Es ist gar nicht lange her, als auf diesen Rasen eine Mannschaft lag, die am Ende am Boden zerstört war. Es war der 25.05.2013. Der SV Wilhelmshaven steckte nach mehreren Punktabzügen und einer bis dato unglücklichen Saison mitten im Abstiegskampf. Der letzte Spieltag sollte der entscheidende sein. Klassenerhalt aus eigener Kraft war das Ziel. Natürlich wollte die Mannschaft um damaligen Trainer Christian Neidhardt das Ding eigenständig bewältigen. Den Gast nach 90 Minuten nach Hause schicken und den Verbleib in der Regionalliga Nord feiern. Es war aber an dem Tag ein besonderer Gegner. Zu Gast war der VfB aus Oldenburg. Nicht nur also ein Entscheidungsspiel, sondern auch ein packendes, körperbetontes und zähes Derby sollten die knapp 1800 Zuschauer zu sehen bekommen. Einer, der es hautnah miterlebt hatte, war David Jadadic. Das Spiel endete trotz 1:0 Führung mit 2:1 für den VfB Oldenburg. Für viele Wilhelmshaven-Fans war es der Stoß ins Bodenlose. Der ganze Verein erlebte einen nie endenden Fall, bis Holstein Kiel den Sprung in die dritte Liga schaffte und somit auch der Klassenerhalt gesichert war. Daraufhin war eine kleine Euphorie zu spüren mit dem DFB-Pokalkracher, dem neuen Team und der neu formierten Mannschaft. Den schlechten Ruf endlich ablegen und einen Neuaufbau starten. Seit 5 Spielen ungeschlagen, darunter ein bärenstarker Auftritt in Meppen. Doch das allein Sportliche reicht nicht für eine nachhaltige Entwicklung. Dazu muss auch die Region mitziehen. Am kommenden Freitag um 19.30 Uhr empfängt der SV Wilhelmshaven im Jadestadion den VfB Oldenburg und möchte Rache nehmen. Es werden viele Oldenburger Fans am Freitag hinter dem VfB stehen. Seien auch Sie dabei, stärken Sie der jungen Mannschaft den Rücken, genießen Sie 90 spannende Fußballminuten und wer weiß, möglicherweise gelingt der Turku-Truppe auch eine Überraschung und kann sich am Ende Derby-Sieger nennen. Hey, hey, komm rein, komm rein, komm rein.